Voller Vorfreude warten die Fans der Offenbacher Kickers auf das Pokalspiel am Mittwoch gegen den 1. FC Nürnberg. Die Mannschaft ist aus dem Trainingslager in der Türkei zurückgekehrt und bereitet sich nun konsequent auf den Erstligisten vor. Vor dem ersten Training lud die sportliche Leitung des OFC mit Andreas Möller und Wolfgang Wolf zu einer Pressekonferenz ein und beantwortete die Fragen der Journalisten. Für op-online.de hat unser Sportredakteur Christian Dünscher bei Trainer Wolfgang Wolf nachgefragt. Wie groß ist denn bei Trainer und bei den Spielern die Anspannung bzw. Vorfreude? Was überwiegt denn momentan? Ja, wir freuen uns natürlich auf das Pokalspiel, aber ein Kribbeln ist noch nicht da. Also das kommt erst am Mittwochmorgen, wenn wir in den Bus steigen und fahren ins Hotel oder wenn ich mich auf die Spielerbesprechung vorbereite. Ja. Aber da bin ich schon vielleicht schon zu lange im Geschäft. Also da muss ich sagen, jetzt schon kribbeln, da ist es ja am Mittwoch wieder weg. Der OFC hat jetzt in der Türkei unter richtig guten Bedingungen trainiert. Jetzt kommt man zurück nach Deutschland. Es ist regnerisch, es ist kalt, der Boden ist tief. Was denkt man da beim Anblick des Rasenplatzes hier im Stadion? Gott sei Dank kein Schnee. Ja, also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den äußerlichen Umständen hier. Ist alles grün hier, wir können trainieren. Ich kann im Stadion sogar trainieren. Ich schaue mir mal an, wie der Platz ist. Wenn er tief ist, gehe ich nur heute drauf und morgen nicht. Ist er gut bespielbar, trainieren wir morgen auch nochmal drauf, dass wir das räumliche Gefühl bekommen. Ja, Ogen hat ja 10 Wochen nicht mehr in dem Stadion gespielt. Huber schon ein halbes Jahr nicht mehr. Ja, die Abläufe müssen stimmen. Personal, bis auf Sead Mehic eigentlich, ja, stehen alle Spieler zur Verfügung. Wie wird es denn aussehen im Kader? Welche Stellen sind da noch ungeklärt oder noch offen? Muss ich ehrlich sagen, das will ich heute noch nicht entscheiden. Das werde ich eigentlich schon Mittwochmorgen erst entscheiden, wer die ersten 18 sind. Das wird sehr, sehr schwierig werden für mich, weil viele sehr, sehr gut gearbeitet haben. Manche überraschend gut. Ja, wenn ich so einen kleinen Daniel Henrich sehe, was der einen Sprung gemacht hat im Trainingslager. Und auch selbst ein Dennis Berger, den ich eigentlich nicht gedacht habe, dass er schon ein Thema ist für das erste Spiel. Wenn er heute nicht kommt und ist total kaputt und tut ihm alles weh, ist er auch ein Thema für die Bank. Ein anderer Spieler, der offensichtlich auch ein bisschen überrascht hat oder wieder zurück ist, ist Joel Damahou. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu ihm. Ja, Joel Damahou hat die Vorbereitung auf die Saison hin sehr gut gemacht, hat ja auch gegen Saarbrücken gespielt, hat eine dumme Knieverletzung bekommen. Ja, da ist er ausgefallen. Jetzt ist er wieder der Alte. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in der ersten Elf gegen Nürnberg dabei ist. Mit den Fans im Rücken wollen es die Offenbacher Kickers dem Club so schwer wie möglich machen. Deshalb gab OFC-Trainer Wolf die Vorgabe, der Rasen muss brennen und die Null so lange wie möglich stehen bleiben.